Wer am Sonntagmorgen das Theater im Schlosskeller besucht hat, ist von einer zauberhaften Geschichte vom Theater Vagabond in Bann gezogen worden. Aber der Reihe nach. Was steckt hinter diesen Sonntagsmatinees? Das ist eigentlich eine Idee, die uns schon lange vorgeschwebt ist. Und ich glaube, ganz früher hat man das auch einmal gemacht, für eine kurze Zeit. Und dann haben wir gesagt, jetzt machen wir Nägel mit Köpfen. Jetzt müssen wir wirklich, jetzt wollen wir das durchführen. Und zwar haben wir gesagt, am letzten Sonntag vom Monat wollen wir der Rescherbevölkerung einen Anlass bieten, wo sie für eine Stunde hier um 10:30 am Morgen können in den Schlosskeller kommen können. Die Geschichte vom Fuchs, vom Huhn und seinen Freunden hat auf ganzer Ebene überrascht und zum Nachdenken angeregt. Ich habe die faszinierend gefunden. Theater Vagabond ist für mich nichts Neues. Ich habe die auch schon gesehen. Und ich habe jetzt erneut gestaunt, wie die Kinder abholen können, wie die die Geschichte spannend können erzählen und spielen. Was ich ganz besonders gefunden habe, ist, dass sie so wie Kinder im Grunde genommen spielen, die Geschichte erzählt haben. Wenn sie einen Baum brauchen, nachher holen sie einen Baum, konstruieren sie einen Baum. Und was ich auch schön gefunden habe, ist, die Kinder haben niemals Angst gehabt. Was ist das Geheimnis vom packenden Figurenspiel? Das hat damit zu tun, dass ich auch als Kind so Sachen gemacht habe und mich auch also mit Gegenständen gespielt, oder? Sei es jetzt eine Eisenbahn, die ein Lämpchen hat, die leuchtet, wo ich das Gefühl habe, es ist wie ein Lebewesen. Und jetzt hier ist der Fuchs oder das Huhn, wo ich selber gemacht habe oder gebastelt habe. Wo ich dann meine Gefühle und meine Fantasie reingeben kann, oder? Das nächste Matinee ist am 26. Juni mit Minu und seinen Geschichten. Wie geht es nach der Sommerferien weiter? Wir haben für den Winter dann auch schon wieder Plan, dass wir weitermachen mit diesen Matinee. Eine ist schon fix im November. Und wenn es, wie gesagt, Anklang findet, werden wir weitere Gäste suchen. Wir wollen immer möglichst ein breites Publikum ansprechen. Einmal die anderen, dass alle zum Zug kommen. Ich glaube, etwas, was man auch noch dazu sagen kann. Wir haben die Matinee bietet auch Gemeinde in der Bevölkerung erst an. Also man muss keinen Eintritt zahlen. Man kann hier hinkommen, wird sogar am Schluss noch für einen kleinen Apéro eingeladen. Und gibt dann einfach am Schluss beim Rausgehen in einen Hut einen Batzen, wo man das Gefühl hat, das wollen wir denen jetzt als Anerkennung in den Hut legen. Das ist eigentlich auch die Idee. Und wir hoffen, dass wir das wirklich weiterziehen können und dass auch die Leute, die hier jetzt gekommen sind, das weiterverzählen, dass es wie so eine Mund-zu-Mund-Propagandawelle gibt, dass die Matinee eine Selbstverständlichkeit wird und man sagt, hey, nächsten Sonntag ist dann wieder Matinee, komm, wir hauen es. Das wäre die Idee. Auf dem Schlossplatz Aesch gibt es ab sofort einen speziellen Spenderaum, wo Gegenstände für geflüchtete Menschen können abgeben und bezogen werden. Hinter deren Aktion stehen die Mitarbeitenden vom Familienzentrum Brückli, Freiwillige und Gemeinde Aesch. In diesem Spenderaum können vom Montag bis am Donnerstag jeweils vom 9 bis um 11:30 am Morgen Kleider, Spielsachen, Hygiene- und Babyartikel oder auch Schreibmaterial bezogen werden. Im gleichen Zeitraum können Spenden abgegeben werden. Besonders gesucht sind Velohelme, Besteck und Geschirr, Handtücher oder Kleider aller Art für Gross und Klein und Frauen und Männer.